Hey, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es mal ein Tipps und Tricks Video, weil ich viele Anfragen gekriegt habe oder beziehungsweise viele haben mir geschrieben, dass sie es nicht hinbekommen, so ein Shelly-Gerät, wie zum Beispiel jetzt hier so eine Steckdose, in die Ever Home App einzupflegen. Wenn ich jetzt von der Ever Home App spreche, da ist das ja so, dass ich ja den Eco-Tracker habe von Everhome und dieser ist quasi das Gateway in die Everhome Cloud. Und es gibt dann noch von Everhome dann noch so eine Everhome Cloud Box. Es ist auch nicht so einfach, die jetzt hier einzupflegen. Was heißt einfach? Wenn man es weiß, ist es relativ einfach. Ich werde jetzt hier mal einstöpseln. Ich habe das ganze Gerät jetzt mal Test genannt. Ich gehe mal davon aus, dass ihr das Shelly-Gerät ja schon eingerichtet habt, ne? In eure Shelly-App. Aber um jetzt diese Steckdose da in die Everhome-App einzubinden, vergesst das Smartphone, vergesst diese ganzen Apps. Das Einzige, was ihr braucht, ist jetzt ein Browser, den wir jetzt auch gemeinsam hier öffnen. Als erstes, was wir jetzt öffnen, ist Shelly Control. Das Ganze schimpft sich dann control.shelly.cloud. Da müsst ihr euch dann anmelden. Ich, wie gesagt, bin hier schon angemeldet und wir gucken mal, wo jetzt hier die Test ist. Die habe ich unter Wohnzimmer eingebunden. Und diese hier wollen wir jetzt einbinden in der Ever Home Cloud. Und wir schauen uns jetzt mal, gehen jetzt mal hier in die Einstellung. Denn uns interessiert jetzt was ganz Wichtiges, und zwar die IP-Adresse dieses Gerätes. Das ist hier. Und da drücken wir jetzt mal drauf. Und jetzt haben wir einen direkten Zugriff zu unserem Shelly-Gerät. Wir können es ja. Ich lasse das mal auf Englisch. Aber bevor es hier weitergeht, öffnen wir jetzt die Webseite Everhome Cloud. Und dann geht er hier auf das Menü und dann geht er hier auf mein Portal. Kann sein, dass ihr euch noch anmelden müsst, ne? Dann halt mit euer Nutzernamen bzw. eure E-Mail-Adresse und das Passwort, was ihr in der Everhome-App hinterlegt habt. Und da geht ihr auf mein Portal. Und ja, da habt ihr dann halt auf uns eure Geräte, wie ihr zum Beispiel, ne? Bei mir ist jetzt hier der Eco-Tracker, wenn wir jetzt hier drauf gehen, ne, gibt es hier so einige Sachen zu sehen mit ja, Messwerten. Und dann habe ich ja hier noch schon mein Shelly 1PM, der ja hier meine Solaranlage oder PV-Anlage hier entspricht. Können wir auch mal drauf gehen. Und das sieht dann so aus. Wir haben dann hier auch die Werte jetzt über von einer Woche, wie viel eingespeist wurde. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Wir wollen ja jetzt die Steckdose einfügen. Wir gehen also jetzt auf Gerät hinzufügen. Wir wählen uns jetzt das Gerät, was wir hinzufügen wollen. Ich gebe gleich mal ein hier Shelly. Und meine Steckdose ist hier ein Blus Black S. Wir geben jetzt hier eine Bezeichnung ein. Ich nenne das mal Test Gerät. Einen Raum vergebe ich jetzt nicht hinzufügen. So, jetzt haben wir hier ganze Geschichte und wir können damit überhaupt nichts machen. Weder ein- noch ausschalten das Gerät. Jetzt interessiert uns nämlich hier der MQTT-Nutzer und das MQTT-Passwort. Wir wechseln jetzt also wieder auf die Shelly Plus Black S, welches wir über die IP-Adresse aufgerufen haben, gehen jetzt auf Settings, gehen auf MQTT, stellen das jetzt auf Enable. Das andere kann man alles so lassen. Und jetzt geht das los. Wir wechseln jetzt wieder zum Everhome-Portal, markieren uns jetzt hier den Nutzer, kopieren und bei Username einfügen,
gehen wieder in das Everhome-Portal, kopieren uns jetzt das Passwort und wir geben das hier ein. Und jetzt ist noch was ganz Wichtiges, was ihr nicht vergessen dürft. Dazu gehen wir jetzt mal hier in die Anlernhilfe und wir kopieren uns jetzt hier die Ever Home.cloud Doppelpunkt 1883. Und geben den jetzt hier ein. Jetzt sichern. Wir scrollen mal ein bisschen hoch und tun jetzt die Steckdose oder beziehungsweise das Steckgerät rebooten. Fertig. Nicht wundern, dass das Passwort hier nicht mehr steht. Das ist alles okay, das ist alles perfekt. Jetzt gehen wir wieder ins Everhome-Portal. Da schließen wir erstmal. Und wir ändern hier noch was. Und zwar ist das ja kein Licht, sondern eine Steckdose. Also der Gerätetyp. Bezeichnung das mal so. Dann, ja, können wir hier auch mal ein anderes Bildchen nehmen. Steckdose zum Beispiel. Und speichern. Jo. Okay. Wir können jetzt also das Gerät, das Shelly-Gerät und der Everhome können wir jetzt schalten. Ein und aus. Ein und aus. Nun ist es ja so, dass viele von euch diese Steckdose dazu verwenden, um den Ertrag einer PV-Anlage zu messen. Aber so wie wir das jetzt eingerichtet haben als Steckdose, funktioniert das nicht. Zumal ihr dann auch nicht so eine schöne, das kann ich euch mal zeigen. Ich habe hier noch nämlich auch die Mobil-App drauf von Everhome. Um jetzt hier so eine schöne Verteilung hier zu sehen, ne, müsst ihr nämlich euer Gerät, den Stecker hier ändern. Wir gehen jetzt hier in die Einstellung. Jetzt gehen wir auf Bearbeiten. Jetzt gehen wir wieder auf Gerätetyp und gehen auf Solar. Wir können natürlich dann auch wieder hier unser Bildchen ändern. Solarsensor zum Beispiel. Und speichern. Jetzt passiert nämlich was echt Tolles. Wir haben hier plötzlich viel mehr zu sehen, wie zum Beispiel die Messwerte von dem Wochenertrag, die man auch hier einstellig machen kann, die Uhrzeit und so weiter und so fort. Und schon habt ihr das auch in der Mobil-App. Bei mir wird sich das jetzt hier nicht ändern, aber wenn ihr das dann so jetzt eingefügt habt, ja, dann bekommt ihr plötzlich hier eine Wetteranzeige und ihr habt dann diesen Energiefluss, die Energieflussanzeige, also die Verteilung hier. Ich habe jetzt ja quasi zwei Solaranlagen drinnen, aber es wird nicht noch eine zweite angezeigt. Das wird alles unter ein Symbol hier dargestellt. Ich kann euch das mal zeigen, dass das funktioniert. Erstmal muss ich mir die mal anschalten hier. So. Steckdose ist an. Wir nehmen das. Und ich werde jetzt hier den Stecker von meinem MacBook in die Shelly-Steckdose stecken. Und passt auf, was passiert. Tada! Das verfälscht jetzt natürlich meine ganzen Werte hier. Nur aber um euch das zu zeigen, wie das funktioniert. Wir gehen auch nochmal auf Geräte, gehen hier wieder zurück. Und ihr seht, Strom 31,8. Jo. Und das verrechnet der jetzt hier alles.
Ich hoffe, ich konnte euch jetzt weiterhelfen und ihr bekommt das jetzt endlich hin, dass ihr eure Shelly-Geräte unter Ever Home Cloud in die Ever Home App ja, einbinden könnt, dass ihr halt auch diese Geräte jetzt, so wie ich, meine Shelly 1PM auch zum Ertragsmessung der PV-Anlage nutzen könnt, mit diesem tollen kleinen Flussdiagramm. Und wenn dem so ist, also wenn ich euch helfen konnte und ihr das Video informativ jetzt fandet, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Lasst ein Abo da und ich denke mal, damit sind wir auch durch. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann ab in die Kommentare damit. Und ansonsten sage ich jetzt erstmal, Leute, macht's gut und wir sehen uns im nächsten Video hier auf meinem Kanal. Also dann, ciao!